Geniale Ideen. Meilensteine der Informatik. Im Gespräch. Mit dem Kürzel, mit der Formulierung sozusagen, mit der Abkürzung können auch diejenigen was anfangen, die bis vor kurzem noch gedacht haben, das Internet, das geht schon irgendwann mal wieder weg. MP3 hat eine ziemlich lange Geschichte und die hat tatsächlich hier in Erlangen angefangen. Und es gibt sogar noch eine Vorgeschichte zu MP3. Um diese Vorgeschichte so ein bisschen zu besprechen, zu diskutieren, sind Karl-Heinz Brandenburg und Bernhard Grill hier in Erlangen im Fraunhofer-Institut. Und im Fraunhofer-Institut, Herr Brandenburg, da hat das Ganze auch begonnen. Genauer gesagt an der Universität in Erlangen, wobei der Gründungsdirektor des Fraunhofer-Instituts hier war damals Lehrstuhlinhaber und das war mein Chef an der Uni. Und der hatte auch die allerersten Ideen in die Richtung in Erlangen. Er hatte nämlich in den 70er Jahren, wie es Farbfernsehen in Deutschland erst 10 Jahre vorher überhaupt eingeführt worden war, sich überlegt, was könnte man denn mit ISDN, mit den digitalen Telefonleitungen noch alles Schönes anfangen, und hat ein Patent angemeldet, zusammen mit einem Kollegen aus Frankfurt. In dem stand, man muss doch Musikübertragung über ISDN machen. Und der Patentprüfer hat gesagt, nein, nach Stand der Technik geht das nicht und Dinge, die unmöglich sind, können nicht patentiert werden. Und dann hat Professor Seitzer nach einem Studenten gesucht, der gerade fertig wird und der sich das mal anschauen könnte. Ich war gerade mit meiner Diplomarbeit fertig, bei ihm am Lehrstuhl. Er hat mir das erzählt. Ich habe mir gedacht, na ja, also eigentlich hat der Patentprüfer recht, aber es wird schon für eine Dissertation reichen und dann mache ich was Richtiges. Und so ging es los mit der Aufgabe zu schauen, bei welchen Bitraten denn überhaupt Musik in hoher Qualität übertragen werden kann. Herr Grill, wann sind Sie dann in diese Gang gestoßen, die das Ganze entwickelt hat? Das war keine Einzelentwicklung, sondern Arbeit eigentlich einer ganzen Gruppe, eines Teams, ne? Ja, letztendlich ist immer ein Team. Insgesamt war es aber zu der Zeit schon noch übersichtlich. Das Team da war dann einigermaßen klein, noch Handvoll Leute, 5, 6, 7, 8, je nachdem, wie Sie zählen, die dann im Kernteam wirklich mitgewirkt haben. Heute haben wir Teams, die eher so 200 Leute braucht es heute, um tatsächlich noch da einen nennenswerten Fortschritt zu erzielen. Aber damals bin ich als Student dazu gestoßen. Ich hatte eine Diplomarbeit gesucht, irgendwas mit Musik, mit Signalverarbeitung und bin dann zufällig auf dieses Thema gestoßen. Das heißt, Sie beiden haben sich dann da auch kennengelernt? Richtig, jawohl. Wir haben uns da kennengelernt. MP3 hatte ja erst einen etwas schwierigen Start. Also ich erinnere mich noch so, zumindest im Rundfunk unter den Technikern, da galt immer der MPEG Layer 1 und dann eben MPEG 1 Layer 3. Das galt immer so ein bisschen als ja, Technik, die man nicht so gerne wollte. Die hatten zunächst auf eine andere Technik gesetzt. Hat sich das auf Ihre Arbeit ausgewirkt? Natürlich am Anfang. Also es war ja ein schwerer Stand, überhaupt erstmal die Technik voranzubringen. Da hatten wir sehr viele Ressourcen durch die Mitarbeit im Projekt Eureka DAB, digitaler Hörrundfunk. Und das war aber in Konkurrenz mit den Kollegen vom Institut für Rundfunktechnik und CCETT und Philips, die eigentlich in der Rundfunkwelt deutlich besser vernetzt waren als wir. Das heißt, da waren wir immer erst mal hinten dran und haben uns sagen müssen, nö, wir machen das durch bessere Technik wieder wett. Ich glaube, man muss das auch verstehen. In der Zeit, heute mit dem Internet, ist jeder in der Lage, die Massen zu erreichen. Aber das war also Ende der 80er Jahre, da im vergangenen Jahrhundert, so lang klingt das jetzt her, da gab es große Firmen, die die Massen erreichen konnten, die die Möglichkeiten hatten, also große Dinge zu bewegen, und an den Rundfunkanstalten bzw. den Forschungsinstituten der Rundfunkanstalten, es gab in Deutschland das IRT zum Beispiel, die hat natürlich auch die Möglichkeit, ganz anders die möglichen Kunden oder den möglichen Abnehmer von dieser Technologie zu erreichen. Wir in Erlangen waren absolute Neueinsteiger, keine Historie, noch nie ein Gerät gebaut auf dem Gebiet, keine Erfahrung in Rundfunktechnik, eigentlich wirklich von null gestartet, auf der grünen Wiese sozusagen, und das alles neu aufbauen müssen. Und dazu waren wir eben Forscher und das hat die Konkurrenz
ziemlich ausgenutzt, um uns auch sozusagen da einen bestimmten Ruf anzudichten, nach dem Motto, wir würden uns nur Dinge ausdenken, die sowieso in der Praxis so schwer umzusetzen sind, dass es keiner vernünftig machen würde. Ich kann mich an den Chef einer großen Firma erinnern, der noch 1995 gesagt hat, das MP3 ist so kompliziert, dass es nie in Consumer, also in den breiten Markt gehen wird tatsächlich auch. Das war ungefähr 1-2 Jahre, bevor es dann richtig losging. Ja. Der hat es natürlich auch anders gewusst, aber der hat natürlich auch das versucht zu nutzen, uns damit abzuwerten und das eigene Produkt nach oben zu spielen. Also so ein bisschen Propaganda war auch dabei, ne? Ganz sicher. Also das war schon in der Standardisierung eine ganz schwierige Situation, wenn man da eigentlich über technische Details diskutiert hat und dann saßen andere Vertreter da und haben Argumente gebraucht, wo wir gewusst haben, das ist technisch falsch, was die erzählen. Die lügen alle an und was will man machen? Wir haben einfach über unsere Technik dann bestehen müssen. Wir haben genug Leute gehabt, auch im Standardisierungsgremium, die auf unserer Seite war, dass wir dann mit reinkamen. Aber mit einer Technologie, von der die Leute erst gesagt haben, naja, es gibt drei verschiedene Varianten. Die eine ist Philips Spezial mit dem Layer 1. Die andere ist für die breiten Anwendungen und die dritte ist für Spezialfälle, wenn es überhaupt irgendwann mal angewandt wird. Insofern sah das nicht so gut aus, aber wir haben uns dann doch durchgebissen, auch mit der Hilfe von vielen Ideen über Verbreitung der Nachrichten übers Internet und all diese Dinge. Hatten Sie denn die Consumer erstmal so im Blick oder galt Ihre erste Ausrichtung nicht doch eher so der, ich sag mal, professionellen Rundfunk? Nein, ganz und gar nicht. Es ging ja darum, den Fernsehton und den Ton für die nächste Generation der Radiosysteme zu stellen. Also war ganz klar auf Konsumenten ausgerichtet. Und da waren natürlich auch also wirklich viele Tricks im Hintergrund gespielt worden, dass das MP3 heißt, das kommt von dem, wie der Herr Brandenburg gerade gesagt hat, dass man uns sozusagen den Layer 3 zugebilligt hat. Das war aber ein ganz schmutziger Trick, uns eigentlich kalt zu stellen, nach dem Motto, das, was wir wirklich wollen, das machen wir in Layer 1 und 2 und Layer 3, wir geben denen auch ein bisschen was, damit sie in die Ruhe geben. Aber keiner wird das jemals einbauen. Ja? Wir werden das nicht tun und wer soll es denn sonst tun tatsächlich auch? Und das hat sich natürlich im Nachhinein als Bumerang entwickelt. Ja, wir wussten immer, dass wir die beste Technik haben. Wir haben übrigens in den 31 Jahre bin ich jetzt hier, wir haben also nie einen technischen Wettbewerb verloren. Wir waren immer an der Spitze, wenn es um Vergleichstests ging, haben wir den ersten Platz belegt. Und das ist auch das Wichtige, glaube ich, was man hier verstehen muss. Wir haben eben keine Marktmacht als Firma, die irgendwie was über Geräte in den Markt bringen kann. Wir müssen immer die bessere technische Lösung liefern. Und das hat jetzt über sehr, sehr lange Zeit funktioniert. MP3 ist, wir nennen es heute die erste Generation, die zweite Generation AAC und die dritte High Efficiency AAC und Abarten sind genauso erfolgreich kommerziell. Und aktuell vermarkten wir die vierte Generation. Die ist also auch praktisch in jedem Handy, das heute verkauft wird, haben wir zwei Produkte unserer vierten Generation EVS und Extended High Efficiency AAC sind in praktisch in jedem aktuellen Gerät, das Sie als Handy kaufen, tatsächlich auch implementiert. Und insofern, aber wieder die gleiche Sache. Also um da reinzukommen, wir mussten alle anderen, also mussten zeigen, dass unsere Technik führend ist. Wobei leider, da gibt es ja viele Beispiele dazu, die beste Technik zu haben, noch nicht automatisch den Erfolg erzeugt. Das heißt, wir haben dann auch sehr viel Arbeit gehabt, rumzureißen, Leute zu überzeugen. Und es war auch eine Frage der Geschäftsmodelle. Also wenn ich mir die Anfangszeit anschaue, so Ende der 90er Jahre, wo dann der große Erfolg kam, da hatten wir eigentlich auch Konkurrenz, die in das ganze Internetgeschäft wollte und die von ihrer Marketingmacht her erstmal bessere Karten hatte. Aber wir hatten die richtigen Geschäftsmodelle und dann die richtigen Leute, die das mitziehen wollten und geholfen haben, das weltweit zu verbreiten. Aber das traut man ja nun zunächst mal Hochschulprofessoren nicht so zu, dass die dann auch ein Geschäftsmodell haben, ne? Das ist, was für mich nach wie vor spannend ist, dass wir eben in all den Welten zu Hause sind. Dass wir die juristischen Dinge kennen müssen, die technischen und auch die Geschäftsmodelle und so weiter. Und da haben wir ein ganzes Team von Leuten gehabt, die das sehr gut beherrscht haben. Da muss man auch mal eine Lanze für Fraunhofer brechen. Fraunhofer steht auf drei Säulen: Wissenschaft, Ingenieurskunst und die Vermarktung. Also wenn Sie bei Fraunhofer arbeiten, ist es einfach anders, als an einer Universität zu arbeiten, weil das Budget, das ich am Anfang des Jahres habe, das ist eben nicht finanziert. Ja. Ich muss einen großen Teil des Budgets muss ich irgendwie einwerben.
sei es durch Industriemittel oder andere Möglichkeiten. Das heißt, sie sind gezwungen, hier ganz anders zu denken, als es an einem Universitätsinstitut tun würden. Wie hilfreich war denn damals eigentlich, dass sich die Kollegen von der BBC für MP3 interessiert haben oder generell nach neuen Wegen auch suchten, wie sie preiswerter übertragen konnten? Die BBC hat uns Anfang der 90er Jahre eigentlich alle getrieben. Die hatten ihre Vorstellung von Tonqualität und die haben ganz klar immer wieder gesagt, Systeme, die nicht ihren Vorstellungen von Tonqualität entsprechen, kommen ihnen nichts ins Haus. Und das, denke ich, hat DAB sehr geholfen, aber natürlich uns auch sehr geholfen, weil wir wussten, wo der Maßstab ist. Und dann gab es ja die erste Installation auch wirklich bei Radiosendern. Wie war das so vom Empfinden, jetzt haben wir es, jetzt ist das der Durchbruch oder war das eher so ein Geschäft, das nebenher lief? Das war noch lange weg vom Durchbruch. Da war man noch viele Jahre. Das war eigentlich eine Notlösung, sich auf diese professionellen Systeme zu stürzen. Also Anfang von MP3 ist ja gut finanziert gewesen über öffentliche Forschungsgelder aus verschiedenen Quellen. Diese waren aber irgendwann zu Ende und dann waren wir vor der Wahl gestanden, das Ganze entweder einzustellen oder irgendwie Geld aufzutreiben. Und nachdem die großen Märkte, also die Anwendungen für die Konsumenten erstmal für uns geschlossen waren, weil die großen Firmen es doch verstanden haben, uns da durch andere Sachen draußen zu halten, war die Notlösung irgendwie Geld zu verdienen. Und das waren eben diese professionellen Geräte für die Rundfunkstudios. Also das war dann schon eine bewusste Strategie, irgendwann so 1994 rum, nach dem Motto, jetzt können wir das Team weiter finanzieren, durch die Ausnahmen aus dem Profigeschäft, mit dem Ziel dahinter natürlich irgendwann in den Massenmarkt zu kommen. Ja, 94, da gab es aber doch auch schon die ersten Internetprovider hier in Deutschland, die kamen ja an den Markt. Da gab es ja so, ich sag mal, so eine anfängliche Begeisterung auch fürs Internet, die sich von Al Gore noch mit seinem Data Highway ja so ein bisschen rüber gepusht hat hierher. Ja, das waren 94, war vielleicht zu früh fürs Internet. Was man um die Zeit entdeckt? Also ich kann mich erinnern, ich habe mal irgendwo in den Vorläufern des Internets, das Internet gab es ja noch nicht, da entdeckt, dass sich amerikanische Studenten unterhalten haben. Man könnte doch diese Netze auch dazu nutzen, Konzerte zu übertragen. Und alle haben aber gesagt, es geht nicht, die Datenrate ist zu hoch. Ja? Was dann in Erlangen natürlich die Gedankengänge ausgelöst hat, genau das haben wir ja. Wir können die Datenrate zehnteln und damit würde das Ganze möglich werden. Also es war einer der vielen Trigger, die dann praktisch die Gedankengänge in die richtige Richtung auch geleitet haben. Und das andere ist natürlich auch die Verzweiflung. Also Strategie ist eins, aber die professionellen Geräte waren zunächst die einzige Möglichkeit zu überleben. Also ja, die waren auch ziemlich teuer, ne? Ja, natürlich. Aber damit konnten wir genügend Geld verdienen, das Team zusammenzuhalten. Und dann die Geschichte mit das ist damals Internet, das war ja völlig unbekannt eigentlich, da versuchen, einen Vertrieb für unsere Dinge aufzubauen, damit den Massenmarkt zu erreichen. Das war, ja, also keiner hat verstanden, wie das wirklich gehen würde, würde ich sagen, der Zeit. Aber die Chance war da und die anderen mussten es nicht tun. Die hatten ihre Fernseher und ihr DAB gewonnen. Also waren wir praktisch motiviert, was anderes zu suchen. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass wir dann lange vor anderen Etablierten tatsächlich für das Internet auch gearbeitet haben. Wobei es war schon Ende 94, dass ein englischer Entrepreneur indischer Abkunft über Internet Musik vertreiben wollte, wirklich verkaufen. Ricky Adar war sein Name. Der hat auch vor der Musikindustrie schon fleißig geworben für die Ideen, ist da nicht anerkannt gewesen. Aber ich erinnere mich noch genau, wie er damals nach Erlangen kam und bei uns im Labor saß und uns gefragt hat, do you know that you will destroy the music industry? Also gab es viele dieser Ideen schon damals. Sind eigentlich die ersten beiden professionellen Internetprovider, die es dann in Deutschland gab, dann auf Sie zugekommen und haben gesagt, lass uns doch mal was machen? Nein, es ist ja auch nicht wirklich Sache der Internetprovider, sondern das sind ja Dienste, die unabhängig sind von den Providern. Es gab mal zum großen amerikanischen Internetprovider Kontakte über Leute, die wir vorher schon kennengelernt haben. Das Positivste daraus war, dass der Mensch, der damals das organisiert hat, später bei Microsoft war und uns geholfen hat, den ersten Vertrag mit Microsoft einzufädeln.
Aber es war natürlich auch so, das hätte auch anders ausgehen können. Das hätte, heute versteht man den Internetprovider als Anbieter von Datenleitungen. Es hätte natürlich auch anders ausgehen können, wenn die Chancen gesehen hätten, dann hätten die vielleicht das aufziehen können, was Apple dann später gemacht hat, nämlich einen Musikdienst unter ihrem Namen. Aber die Chance haben sie einfach zu dem Zeitpunkt einfach nicht gesehen. Aber das, wie gesagt, das also Internet hat sich entwickelt, wie es ist, aber das war vielleicht einer der Punkte, wo die Welt auch hätte anders aussehen können. Gab es dann den kommerziell erfolgreichen Durchbruch eigentlich erst so ja, mit den Verträgen mit Microsoft und Apple oder hat sich das vorher schon angedeutet? Dazwischen muss man sagen. Microsoft war noch nicht kommerziell so ein großer Erfolg. Die hatten auch noch keinen guten Encoder eingebaut, weil sie nicht so viel Geld zahlen wollten, sondern erst mal nur die Decoder oder einen relativ günstigen und beschränkten Encoder. Und es war aber dann ja eine Kombination aus einem deutschen Halbleiterhersteller, hießen damals noch Intermetall, später Micronas, die als erste auf die Technologie gesetzt haben und die mit unserer Hilfe die ersten Decoder-Chips gebaut haben. Dann gab es in Korea eine Firma, die diese Technologie aufgenommen hat und damit einen ersten MP3-Player designt hat. Eine weitere koreanische Firma, mit deren Auftrag das geschehen ist, die dann Ende 97 irgendwann MP3-Player angekündigt haben. Und damit ist viel Aufregung erfolgt. Und in den nächsten paar Jahren sind diese Geräte in vielen Varianten auch auf den Markt gekommen. Noch bevor Apple eingestiegen ist. Wobei Apple hat natürlich das Ganze dann vergoldet. Also Apple hat eine Marketingkampagne gefahren dafür, für ein iPod, die war vom Feinsten. Die haben Geräte gebaut, die waren vom Feinsten. Und deswegen hat sie dann auch einen sehr guten Marktanteil. Das Wichtigste war aber auch, dass Apple dann irgendwann geschafft hat, zu der Zeit hat die Musikindustrie noch die Idee gehabt, alles kopiert zu schützen und den Zugriff auf die Musik extrem zu überwachen. Und das war vielleicht auch der wichtigste Beitrag von Apple da, dass es geschafft hat, die Musikindustrie abzuringen, die Musik ohne Kopierschutz zu verkaufen. Was die Sache sehr, sehr, sehr viel handbarer gemacht hat und das hat sicher zum Erfolg von Apple beigetragen. Aber du hast eine Sache noch vergessen. Die Abspielgeräte war die eine Sache, aber um Abspielgeräte sinnvoll zu benutzen, muss ich die Inhalte auch haben, also die Musik, um die draufzuspielen. Und da hat dieser Shareware-Encoder, 95 muss es gewesen sein, da verteilt haben. Der hat dazu beigetragen, das war ein verzweifelter Versuch aus Erlangen von uns Geld zu verdienen mit MP3. Und wir hatten die Hoffnung, Shareware, das kennt wahrscheinlich heute keiner mehr. Die Idee war, irgendwie etwas zu verteilen und die Leute, die es nutzen wollen, die bezahlen Geld dafür. Ich verteile eine eingeschränkte Version und wenn ich aber damit ernsthaft arbeiten will, muss ich dafür Geld bezahlen. Also das alte Modell der Drogen, die da erst anfixen und dann kassieren. Ne? Naja, so würde ich es nicht sagen. Nicht ganz, weil Regeln waren von vornherein klar. Man kann es ausprobieren, außerdem ist es nicht schädlich für den Benutzer. Ja? Man kann die Technik ausprobieren und wenn es einem gefällt und wenn man es für sinnvoll hält, dann müsste ich bezahlen und könnte das dann richtig nutzen. Ja? Und das war die Idee. Insgesamt haben wir ein paar hundert Euro damit eingenommen. Nach heutigen Maßstäben würde ich grob sagen. Also es hat uns nicht annähernd gereicht. Aber dann ist eins passiert, wir hatten da eine Begrenzung eingebaut, dass das nicht frei verwendbar war, sondern bestimmte Limitierungen hatte. Und diese Limitierungen hat dann ein Hacker ziemlich schnell gründlich entfernt und die gehackte Version verteilt. Und die war dann eben ohne uns zu bezahlen. Ohne uns bezahlen zu müssen, konnte die unlimitiert eingesetzt werden. Was im Nachhinein natürlich dazu geführt hat, dass dann urplötzlich Millionen von Stücken auch im Umlauf waren. Also höre ich auch so eine gewisse Dankbarkeit für den Hacker raus. Ja, vielen Dank. Nein, also mit gestohlener Kreditkartennummer etwas einzukaufen und das dann so zu modifizieren, das finde ich nach wie vor kriminell. Und Sie hatten auch, glaube ich, die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Ja, richtig. Ne? Der ist auch verurteilt worden. Der war in Australien und der ist auch verurteilt worden. Aber das ist, war eine Gründerzeit. Ja, es ist wie im Wilden Westen ein bisschen. Die Regeln müssen sich alle finden auch. Und keiner hat es wirklich verstanden, wie das Internet funktioniert. Oder dass sich das dermaßen schnell, millionenfach, milliardenfach, dann am Ende verbreiten würde über die Erde, das konnte keiner wirklich abschätzen. Also als wir die Shareware gemacht haben, haben wir sicher nicht an eine Milliarde Kopien gedacht, sondern an irgendetwas, was einigermaßen Geld einbringen würde. Ja. Und
Gleichzeitig muss man auch sagen, wir hatten immer das Bestreben, auch die Musikindustrie mit einzubinden. Ja. Weil das große Problem war ja, man hatte die neue Technik gehabt, aber es gab keine legalen Angebote für die Musik. Und da hat eben dieser Hacker und unsere Shareware mit der ganzen Kette der Ereignisse hat dafür gesorgt, dass diese Inhalte plötzlich da waren, umsonst. Ja. Wenn die Industrie rechtzeitig eingestiegen wäre, wäre an der Stelle das vielleicht gar nicht nötig gewesen, sondern ich hätte die Dinge einfach kaufen können, so wie ich es heute eben auch tue. Ja. Was auch die Mehrzahl der Leute inzwischen ja tatsächlich auch macht oder mietet oder irgendwelche verschiedene Modelle da eben, wofür auch bezahlt. Ja. Spotify ist ja sehr erfolgreich. Ich bin später auch mal angesprochen worden, warum habt ihr nicht bei der Musikindustrie angerufen und denen das sagt? Und die Wahrheit ist, wir haben angerufen. Es war ein Team von Leuten aus Erlangen mit einem Norweger, der damals auch sehr intensiv bei den Dingen mit dabei war und uns mit Ideen viel geholfen hat, Dagfinn Bach. Waren Leute von uns in München bei einem großen Label und haben ja höfliches Desinteresse geerntet. Ja, wir sollten so eine schöne Forschung, aber was hat das mit uns zu tun? Ich würde gerne ein bisschen so dieses MP3, das ist so ein altes Zeugs heutzutage. Auf die neueren Dinge eingehen. Und das ist die erste Generation wirklich. Und ich glaube, wo wir hier in Erlangen besonders stolz auch sind, dass wir es geschafft haben, das Ganze über 4 Generationen und die Führerschaft in der Technologie über 4 Generationen zu halten. Und die 4. Generation, wenn Sie heute ein Handy kaufen, egal von was, ja, hat unsere vierte Technologie in der 4. Generation drin. Für 5G wird also mandatory sein, an Sprachtechnologie zu nutzen, die viel besser klingt, wo Sie singen könnten drüber auch. Und das kommt hier zum großen Teil aus dem Haus auch. Und das nicht für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Ja. Und das ist auch aus MP3 entstanden. Ich sage, das MP3, die Patente sind ja ausgelaufen vor vielen Jahren schon. Aber es hat uns hier nicht wahnsinnig gestört, weil die 2. Generation hat übernommen, und dritte. Und jetzt ist die 4. Generation. Wir denken, dass wir von dieser Generation schon einige Milliarden Geräte auch im Markt haben wieder. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns immer ein bisschen am Herzen liegt, ja. Dass wir nicht reduziert werden auf dieses alte MP3, weil das ist, da war ich, Sie haben das Foto gesehen, ja, da war ich gerade so meinem ersten Job nach der Diplomarbeit quasi. Und das hat sich ja, die Welt ist komplizierter geworden. Die Teams, die sie brauchen, um jetzt noch einen Unterschied zu machen, um zu gewinnen mit den neuen Verfahren, sie brauchen jetzt vielleicht dem einen MPK was und versuchen durchzusetzen, haben wir an die 100 Leute arbeiten hier. Aber dass das möglich ist, ja. Und das haben die MP3-Gelder natürlich beigetragen, wir haben es investiert hier und aus dem aber diese 2., 3., 4. Generation auch geschaffen, die das Ganze nicht nur sozusagen ein Einmalerfolg hat werden lassen, sondern wir sind bis heute der weltweit führende Anbieter. Auch nicht mehr die Nobodies, sondern es gibt eigentlich nur noch 2, die sowas bauen können. Ich erinnere mich auch schon von vor 20 Jahren an ein Gespräch mit jemandem von Microsoft, der mir zum einen gesagt hat, ja, also eigentlich würde man die Firma ja kaufen, aber Fraunhofer ist uns ein bisschen zu groß. Ja, man hätte die Technik natürlich versuchen können zu kaufen. Und zweitens, was Sie beeindruckt hat, wie Sie an die verschiedenen Teams sich angeschaut haben, dass wir weitergemacht haben, dass wir eben nicht den einen Erfolg hatten und dann kommen ganz andere Dinge, sondern dass wir auf dem Gebiet wirklich eins nach dem anderen bis hin zu dem, was Bernhard gerade erzählt hat, den neuesten Generationen, die ja auch wieder alte Träume wahr werden lassen. Okay. Ja, ich kann mich erinnern, 1995 habe ich einen DFG-Antrag geschrieben. Ja. Da ging es darum, also Sprache war immer das größte Problem für MP3. Musik ging ganz gut, aber Sprache ist ein schwieriges Signal, hat verschiedene ganz dumme Eigenschaften. Da können wir, wenn es technisch werden soll, kann man gerne mal drüber reden. Ja, aber müsste doch so von der Datenrate einfacher sein. Nee, ganz im Gegenteil. Clean Speech das ist einfacher. Nein, es ist überhaupt nicht. Nein, es ist nicht. Das Problem ist einfach, dass Sie, wenn ich jetzt zu Ihnen so sprechen würde wie ein Roboter, meine Stimme immer gleich hochhalten würde, nicht so natürlich sprechen würde, sondern meinen Ton nicht abfallen lasse zum Ende des Wortes, aber ich spreche so, ja, was passiert ist, dass die Tonhöhe sich ständig wandelt. Und das in der Signalverarbeitung produziert das ein Problem, das sehr unangenehm ist für das Grundprinzip von MP3. Und das kann man fast nicht retten. Wir haben also verschiedene Ansätze probiert, sozusagen das Problem zu lösen. Diese wechselnden Sprachfrequenzen, das haben Sie bei Musik nicht, ja? dass das so schnell wechselt und dass dann auch so tonal dominante Sachen sind. Ja? Und das hat uns, also 1995 habe ich den DFG-Antrag noch mit
mit dem Gründer des Instituts, mit Seitzer geschrieben. Und da kamen dann die Gutachter, haben dann geschrieben, es wäre ja bekannt, dass Sprachkodierung und Audiokodierung zwei völlig verschiedene Sachen sind. Und jeder Versuch, die zwei Sachen zusammenzubringen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Auf gut Deutsch, keine Forschungsgelder dafür. Und das hat dann gedauert bis ungefähr 2008. Und da hat man das Problem dann gelöst tatsächlich auch. Also es war eine schwere Geburt tatsächlich auch und konnte man nicht mehr mit so einem kleinen Team machen wie MP3 am Anfang. Aber es ist gelungen dann auch. Und das war, hat natürlich herausgefordert, ja, dass da jemand behauptet hat, das geht nicht. So ähnlich wie mit den, man kann keine Musik über Internet oder über Netze schicken. Und also das sind so die Dinge über der Zeit, aber es ist komplizierter geworden, die Welt. Und das Grundprinzip von MP3 hat sich im Prinzip bewährt für bestimmte Sachen, aber es hat längst nicht alle Probleme gelöst. Also gab noch viele Dinge, die hinterher noch dazugekommen sind und dann die zweite, dritte, vierte Generation ausgemacht haben. Die zweite war noch ziemlich ähnlich, aber die dritte, vierte sind dann wichtige Dinge noch dazugekommen. Ja, ein Problem, das beispielsweise unter den Rundfunktechnikern ja immer diskutiert wurde, das war ja, dass eben genau diese Reduzierung nicht möglich sei, ohne auch wirklich ja, einfach an Qualität zu verlieren. Mit welchem Modell haben Sie dann diese Reduzierung hinbekommen? Aber reduziert ist immer worden, ja. Wenn Sie heute eine Langspielplatte kaufen, dann hat die Langspielplatte, also ist ja ein gewisses Revival heutzutage im Gange, aber die hat ja starke Reduzierungen drauf. Hohe Frequenzen mit hohen Pegeln kriegen Sie nicht drauf, weil die Nadel gar nicht schnell genug sozusagen der Rille folgen könnte. Also wenn ich hohe Pegel habe und hohe Frequenzen, das heißt ja, dass die Nadel sehr, sehr schnell große Amplituden zurücklegen muss. Ja, das geht nicht. Also so eine Schallplatte kann zum Beispiel keine hohen, lauten Töne. Das heißt, das wird reduzierter drauf. Ja. Ich habe das Problem, bei den tiefen Tönen habe ich große Auslenkungen, große Amplituden. Wenn ich das draufbringen würde, dann wäre die Rille vielleicht so breit. Ja, und sie würden auf der Schallplatte halt nur eine halbe Minute unterbringen. Also was macht man? Man senkt die tiefen Frequenzen ab. Ja. Und die sind dann auch nicht voll drauf, sondern sind reduziert drauf. Da gibt es zwar so eine Kennlinie, die ich dann theoretisch rückgängig mache, aber den Fehler bei der Rückgängigmachung, der ist unter Umständen viel größer als das, was MP3 tut. Ja, und das haben sie in allen Rundfunksystemen oder UKW-Rundfunk, der Dynamikumfang, Unterschied vom lautesten zum leisesten Signal, das sie abbilden können, ist sehr limitiert, auch viel, viel kleiner als das, was MP3 kann. Ja, und also insofern ist das ein bisschen vielleicht konservativ gedacht, wenn ich sage, MP3 nimmt irgendwas weg, aber UKW-Rundfunk hat schon die Dynamik weggenommen, das heißt ein Symphoniekonzert mit einem Orchester, das also wirklich von 3 Fs bis 3 Ps spielt, können sie UKW nicht abbilden. Dann müssen sie irgendwas wegnehmen. Also typischerweise macht man die lauten Stellen leiser und die leisen Stellen lauter. MP3 kriegt das problemlos drüber. Und die Grundidee lag damals eigentlich in der Luft. Die war aus anderen Veröffentlichungen und anderen Leuten, die sich daran versucht haben, schon weitgehend sichtbar. Wir haben bloß die Dinge neu zusammengefasst und einfach besser gemacht als die anderen. Ah ja. Besser gemacht heißt, dass da eine ganze Menge Patente angemeldet worden sind, die auch durchgekommen sind. Ich glaub, und das Wesentliche ist die Idee, die es damals auch gab, schon, dass man aufs Gehör aufpasst. Was passiert eigentlich im menschlichen Gehör? Das war da schon der entscheidende Trick. Und wenn wir da genauer hinschauen, dann stellen wir fest, dass auf dem Weg bis hin zur Cochlea, wie es dann weitergeht an die Nervenzellen, auch im Gehör schon eine ganze Menge Datenreduktion stattfindet. Nämlich nicht alles in sämtlicher Genauigkeit mit erfasst wird und ans Gehirn geht, sondern nur ein Teil davon. Und eine grobe Vereinfachung sagt eigentlich, MP3 macht ganz Ähnliches wie das Gehör. Und die Dinge, die auch vom Gehör nicht an die Nerven und ans Gehirn weitergehen, die werden auch bei MP3 nicht weitergegeben. Das nennt man dann Maskierung, dass leisere Töne von lauteren Tönen verdeckt werden. Und noch ein paar weitere solche Effekte. Das heißt, Sie haben sich da nicht am goldenen Hörer orientiert, sondern eher so am Durchschnittshörer mit einem ganz beschränkten... Nein, goldene Hörer. Goldene Hörer, weil an der Stelle kann das Ohr und das Gehirn trainiert werden. Und bis zu den physikalischen Grenzen, bis zu dem, was das Gehör wirklich nicht mehr kann. Und deswegen ging es darum, möglichst schnell herauszufinden, wo diese echte Grenze ist. Leute, die bestimmte Dinge noch nicht kennen, noch nicht gehört haben, die finden das erstmal nicht störend. Wenn sie das 20. Mal hören, ist es doch störend. Und deswegen haben wir da immer versucht, möglichst schnell gute Hörer zu haben, zu trainieren. Auch goldene Hörer hören nicht alles sofort. Das heißt, auch da muss man trainieren, das Hören.
Und das war ganz wichtig bei der Entwicklung. Aber es gibt eine Grenze. Es gibt, also wenn ich sozusagen das mal rausgefunden habe, was das Gehör wirklich leisten kann, dann gibt es eine Grenze, hinter der kann ich dann Dinge tun, weil das Gehör einfach nicht mehr in der Lage sein wird, das aufzulösen. Kann keiner mehr darauf trainiert werden oder sich einhören. Es sind einfach Limitierungen im Apparat, den Sie als Ohr bekannt eingebaut haben. Und wenn ich also in diesen Limitierungen bin, dann wird das Ohr, dann können Sie auch nicht mehr lernen, dass da irgendwas mit der Musik passiert ist. Das ist also jenseits von dem, was Sie wahrnehmen können. Wie war denn dann der Weg, um genau diese Limitierungen, ja, ich sag mal, abzubilden oder zu kodieren? Hören. Immer wieder hören. Also es war dann parallel, das geht jetzt zurück zum Teil zu meiner Dissertation noch, wo immer das hin und her war, zum einen solche Modelle zu versuchen, im Computer nachzubilden, was man bis heute nicht perfekt kann, sondern immer nur annähernd, zu hören, was schief geht, dann wieder nachzuschauen, kann ich das irgendwie in meinen Messwerten sehen, was da schiefgegangen ist, und das dann wieder in Änderungen einzubinden in dem Algorithmus. Auf gut Deutsch, also klassische Wissenschaft, Annahme treffen, schauen, ob die stimmt, und wenn sie nicht stimmt, versuchen, das noch zu verfeinern, wie in der Physik, der Teilchenphysik war es ja auch so, man hat sozusagen das Große erst gesehen und dann immer ein Stück weiter und hat gesehen, hier passt das Modell noch nicht, da fehlt was, also muss ich da nochmal genauer hinschauen, und eigentlich genau das klassische Wissenschaft, ja, also einfach versuchen, das Modell immer weiter zu verfeinern, bis es dann gut genug ist. Dazu gehörten auch dann Methoden, um besser die Töne abzubilden, sodass es zu dem passt, wie es im Gehör auch stattfindet. Das sind die sogenannten Filterbänke, weil der Ton ja, also bei MP3 auf 576, bei AAC 1024, manchmal noch mehr verschiedene Frequenzen aufgeteilt wird und bei all denen geschaut wird, was ist hörbar und was nicht. Da gab es Fortschritte in der Filterbanktechnik, dann gab es Fortschritte in dem, wie kann ich das Ganze trotzdem noch möglichst gut komprimieren im Sinne der Informatik, also Huffman-Kodierung und Ähnliches. Und all diese Dinge sind damals aufgenommen worden, weiterentwickelt worden und werden auch heute noch weiterentwickelt. Ja, an der Stelle passiert nicht mehr so viel. Man hat eher jetzt kennengelernt, wo die Limitierungen sind von dem MP3. Wie gesagt, das erste Generation, es war 1993, 94, war das in der Entwicklung abgeschlossen. Jetzt sind wir, naja, 25 Jahre später. 25 Jahre später tatsächlich auch, und viele Sachen gelernt, viele Dinge, die man bei MP3 noch als gegeben angenommen hatten. Zum Beispiel diese Filterbänke, die der Brandenburg gerade erwähnt hat, die sind für manche Signale Gift, richtig. Mhm. Und man kann sich da drehen und wenden. Adaptieren, muss man anders machen. Nein, man kann sie manchmal nicht mal adaptieren, sondern man braucht völlig andere Lösungen dann für gerade Sprache zum Beispiel. Das ist mit den Filterbänken fast nicht zu lösen. Ja. Und das waren also ganz radikale Schnitte, die dann später auch, dann das war die vierte Generation eben jetzt auch, die dann nötig waren, um Dinge sozusagen zu lösen, die man seit MP3, seit der ersten Generation als Problem erkannt hatte. Aber die Lösung hat dann gut 20 Jahre gedauert, bis man wirklich verstanden hatte, wie man es tatsächlich macht. Und das war auch der entscheidende Fortschritt jetzt nochmal für die neue Generation. Vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese kleine Zeitreise, auf die MP3-Zeitreise. Danke an Karl-Heinz Brandenburg, an Bernhard Grill. Das war Im Gespräch bei Geniale Ideen. Meilensteine der Informatik. Ein Projekt der Gesellschaft für Informatik. Unterstützt von der Klaus-Tschirra-Stiftung.